Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forell und ihr seht es schon in der Überschrift und am Bild des Videos. Es geht darum, dass mein Depot gekündigt worden ist. Aus dem Nichts von der Consorsbank und ich meine, es waren ja immerhin durchaus 837.000 Euro. Und von daher, ich bin absolut überrascht, absolut geplättet und es gibt auch keine Erklärung dazu. Also die Consorsbank, da hatte ich jetzt sehr, sehr lange auch mein Depot, also knapp jetzt 2,5 Jahre ungefähr und war auch immer sehr, sehr zufrieden, aber jetzt kam aus dem Nichts eine Kündigung des Depots und wenn man mal überlegt, ich bin eigentlich ein sehr, sehr guter Kunde. Nummer eins, klar, also ich habe ein Riesendepot mit 837.000 Euro und sind wir mal ehrlich, die Consorsbank ist auch keine günstige Bank beziehungsweise kein günstiger Depotanbieter und ich muss so ein bisschen aufpassen jetzt in diesem Video, was ich auch sage, nicht, dass ich da auch rechtliche Probleme bekomme mit der Consorsbank, aber ich persönlich würde ganz klar von einem Depot bei der Consorsbank oder einem Konto oder wie auch immer ab jetzt abraten. Also ich habe ja auch mit der Consorsbank durchaus zusammengearbeitet, weil ich wie gesagt auch sehr zufrieden war mit dem Depot und mit allem drum und dran. Ja, aber aus dem Nichts kam dann die Depotkündigung, auch mein Verrechnungskonto wurde dafür gekündigt und ja, mir wurde quasi keine andere Wahl gelassen, als jetzt meine Depotwerte, also alle Wertpapiere, unter anderem eben auch die ganz, ganz große PayPal-Position, die ich ja habe, also die ja wirklich extrem viel von meinem Depot auch ausmacht, also das waren jetzt zuletzt noch um die 700.000 Euro ungefähr. Ja, die muss ich jetzt alle woanders hinbringen und da habe ich jetzt wirklich auch gehandelt und habe die jetzt erstmal auf mein Dividendendepot umgeschichtet. Also ich habe zwei Depots und das will ich eigentlich auch weiterhin so handhaben, dass ich eben bei der Consorsbank mein Wachstumsdepot hatte und bei der Comdirect eben mein Dividendendepot. Zwei verschiedene Strategien, einmal Wachstum bei der Consorsbank, einmal Dividenden kassieren bei Comdirect und ja, jetzt habe ich gerade alles auf Comdirect übergeschichtet, weil ich halt eben auch handeln musste und die meisten von euch wissen ja, ich bin ja auch in Dubai mit meinem Wohnsitz und da ist es natürlich nicht ganz so einfach, auch einen passenden Depotanbieter zu finden, der auch eine Lizenz hier hat und umso schwieriger oder umso nerviger ist es eigentlich, dass ich jetzt das Depot eben hier von der Consorsbank gekündigt bekommen habe und wie gesagt, ich möchte mal darauf hinweisen, also ein Depot mit über 800.000 Euro und ich war ja auch durchaus ein aktiver Händler, also ich habe ja wirklich sehr gute Gebühren dort auch dagelassen. Wenn man mal überlegt, in welchen Größenordnungen ich unterwegs bin und die Consorsbank ja auch in Prozentzahlen absetzt, abrechnet. Also jetzt nicht so wie bei Trade Republic oder sonst was, irgendwie 1 Euro pauschal pro Order, also wenn du Aktien kaufst oder verkaufst. Nee, sondern da kommen halt dann gleich mal prozentual, je nachdem, welchen Betrag du investierst, eben Gebühren auf dich zu. Und die können halt teilweise schon mal ja auch zweistellig sein, also mal 69 Euro zum Beispiel betragen. Und von daher, ja, weiß ich nicht, ob das aus Geschäftssicht, aus wirtschaftlicher Sicht so sinnvoll war für die Consorsbank, mich da jetzt zu kündigen. Und dann, wenn man halt auch noch überlegt, ich meine, das soll jetzt gar kein irgendwie Bonus oder sonst irgendwas sein, aber wenn man rein überlegt, ich bin ja auch ein Finanzinfluencer und ich habe ja auch, weil ich halt eben auch das Ganze selber nutze, logischerweise aus eigener Erfahrung auch öfters mal die Consorsbank beworben und gesagt, hey, hier, Consorsbank ist mein Depotanbieter, wo ich eben mein Depot habe oder eins meiner Depots. Ich bin sehr zufrieden, es passt alles, also warum soll ich sie nicht auch mit gutem Wissen auch weiterempfehlen? Ich habe natürlich jetzt seit diesem Zeitpunkt absolut jede Geschäftsbeziehung zur Consorsbank auch abgebrochen. Also ich werde die auch nicht weiter bewerben und wie gesagt, ich würde sogar eher davon abraten. Meine persönliche Meinung, lasst euch davon nicht beeinflussen, sonstiges, es ist meine persönliche Meinung, also auch natürlich im Freundesbekanntenkreis, wenn ich eben gefragt worden bin, hey, wo hast du dein Depot, kannst du das auch empfehlen, habe ich immer sehr, sehr gerne gesagt, Consorsbank, aber auch die Zeiten sind vorbei, logischerweise und wie gesagt, also es ist jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht abrechnen mit der Consorsbank oder sonst was, ich habe auch nochmal nachgefragt gehabt, warum sie mich gekündigt haben und auch das nicht unbedingt die beste Kommunikationsstärke, die Consorsbank da gezeigt haben, denn sie haben einfach gesagt, ja, wir haben Sonderkündigungsrecht, davon nehmen wir Gebrauch, auch wollen aber nicht sagen, warum. Also auch das lässt alles immer so ein bisschen Geschmäckle bei und von daher, ich muss es akzeptieren, Gottes Willen, das Ganze ist jetzt auch schon komplett aufgelöst, kann ich auch gerne nochmal einblenden und ja, habe jetzt meine Aktien, wie gesagt, in der Zwischenzeit alle rüber zur Commerzbank, also Comdirect quasi übertragen und habe jetzt quasi ein Depot mit allen Wachstums- und allen Dividendenwerten und werde das aber auch wieder sauber trennen. Also ich bin jetzt gerade auf der Suche noch nach einem neuen Depotanbieter für mein Wachstumsdepot, wo ich dann eben die Wachstumsaktien aus dem Comdirect-Depot wieder raus sortieren werde und dann quasi wieder alles sortenrein, Wachstumsaktien in einem Depot und eben Dividendenaktien in einem Depot.
Ich werde auch öfters mal gefragt, okay, welchen Depotanbieter würde ich empfehlen? Ich habe ja öfters auch schon mal die Consorsbank empfohlen. Als ich noch in Deutschland gelebt habe, da habe ich durchaus andere Anbieter gewählt, also eher die Neo-Broker, die ja doch auch etwas günstiger sind, aber die haben in Dubai leider keine Lizenz. Von daher musste ich eben auf den klassischen Broker quasi umschwenken, habe deswegen Consorsbank und Comdirect gemacht. Würde ich deswegen jetzt sagen, hey, ihr müsst jetzt alle zur Comdirect gehen, weil das jetzt eben mein favorisierter Broker ist? Nein, also ihr werdet ja zu 99% nicht in Dubai wohnen. Von daher könnt ihr gerne weiterhin logischerweise auch die Broker, die Neo-Broker nehmen, die in Deutschland auch zugelassen sind oder Österreich, Schweiz. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, welchen Broker würde ich empfehlen, wenn ich nicht in Dubai wäre und welchen würde ich auch selber nutzen, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Auch das für euch, falls ihr auch bei einem Broker seid, der sehr, sehr gut ist, wo ihr auch zufrieden seid, alles wunderbar. Aber ich möchte euch jetzt einfach mal kurz in dieser Situation, in der ich jetzt gerade bin, auch zeigen, dass es durchaus auch Sinn machen kann, zwei Broker zu haben. Also zwei Depots, natürlich auf der einen Seite wegen zwei unterschiedlichen Strategien, so habe ich das ja auch, einmal Wachstumsstrategie und einmal Dividendenstrategie. Und es kostet euch ja nichts mehr. Also wenn ihr zwei Depots habt und die Depotführung sind ja und auch die Eröffnung sind ja kostenlos bei den meisten Brokern. Und auch den Broker, den ich empfehlen würde für euch in Deutschland, Österreich, Schweiz, wobei bei Schweiz ist glaube ich nicht möglich, aber Österreich und Deutschland ist wie gesagt in der Videobeschreibung verlinkt, da habt ihr alle Vorteile, ihr habt eine kostenlose Depotführung, ihr habt keinerlei Orderkosten, also noch nicht mal diesen 1 Euro, den ihr jetzt bei Trade Republic oder sowas hättet und ihr habt eine riesen Auswahl an Aktien, habt das Ganze eben auf der mobilen Ansicht, auf eurem Handy und eben auch trotzdem nochmal eine Desktop-Version, ihr habt ein sehr, sehr gutes, toll benutzbares Design und ihr habt auch Krypto mit drin, ihr habt die Anlagensicherung dabei, Absicherung dabei, ihr habt grundsätzlich einen sehr, sehr guten Service, der auch telefonisch erreichbar ist. Also auch das sehr, sehr wichtig. Haben ja auch viele Neo-Broker nicht. Dieser Broker hat das. Und wie gesagt, von daher, der Broker, den würde ich nutzen, wenn ich noch in Deutschland wäre. Lasst euch aber, wie gesagt, davon nicht beeinflussen. Ich will einfach nur ehrlich mit euch sein, was ich persönlich auch selber nutze, das wisst ihr, aber eben auch notgedrungen nutzen muss, weil ich eben in Dubai bin und eben nicht die gesamte Auswahl habe. Wenn ihr, wie gesagt, interessiert seid an einem Broker, den ihr für euer Hauptdepot nimmt oder eben auch gerne für euer Zweitdepot, dann, wie gesagt, einfach mal in die Videobeschreibung schauen und ihr bekommt sogar noch eine Gratis-Aktie dazu, sogar eine Apple-Aktie im besten Fall und das ist natürlich auch nochmal ein toller Start dafür, dass ihr quasi ein kostenloses Depot eröffnet und dafür, wie gesagt, auch schon gleich die Chance habt, eine Apple-Aktie kostenlos zu bekommen. Von daher, ich würde das euch, wie gesagt, empfehlen und nehmt euch, wie gesagt, einfach mal ein Beispiel an meiner jetzigen Situation. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mein Depot gekündigt wird. Aus dem heiteren Himmel kam das Ganze jetzt und ich musste natürlich irgendwie eine Lösung finden. Gut, dass ich ein zweites Depot hatte, wo schon alles eingerichtet war, wo ich nicht nochmal extra irgendwie durch den Verifizierungsprozess musste und so weiter. Also das kann jeden betreffen. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht nur eine Sache, die jetzt nur die Consorsbank macht. Also es gibt durchaus auch andere Broker, die eben ab und zu mal eben einfach Depots kündigen. Das kann passieren. Aber da einfach möchte ich euch so ein bisschen sensibilisieren. Seid darauf vorbereitet. Ich persönlich, wie gesagt, würde jetzt weiten Abstand halten von der Consorsbank. Meine persönliche Meinung muss bei euch nicht genauso sein und will euch einfach nochmal ein bisschen sensibilisieren. Wenn ihr ein Depot habt, holt euch einfach aus Sicherheitsgründen ein Zweitdepot. Es kostet euch nichts, außer Zeit kurz mal da eine Registrierung zu machen, aber letztendlich Depotführungskosten habt ihr bei 99% der Banken eh nicht mehr und von daher nutzt das Ganze einfach. Und das Schöne bei dem Broker ist übrigens auch noch, dass ihr zum Beispiel auch Aktien aus der Schweiz handeln könnt, jetzt ohne irgendwie als Zertifikat oder sowas, wo es dann keine echte Aktie ist. Also auch das nochmal, es macht einfach Sinn, einen zweiten Broker zu haben. Wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht mehr lange drum herum reden oder sonst was. Das war mir einfach nur wichtig, jetzt in diesem Video mal kurz zu sagen. Und natürlich, damit ihr auch wisst, was in Zukunft auch abgeht, weil ich kann natürlich jetzt nicht mehr zeigen, wie mein Consors Depot eben performt, sondern muss da jetzt eben eine andere Lösung finden. Bis dahin habe ich das auch über ein Tracking quasi, dass das Ganze nicht verloren geht mit der Performance, dass das eben trotzdem noch separat gehandelt wird. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, die Wachstumsaktien kurzfristig mal geparkt im Dividendendepot, habe aber das Tracking trotzdem noch separat. Letztendlich, das war schon alles, was ich sagen wollte. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das, wie ihr das Ganze seht. Ich bin da, wie gesagt, sehr, sehr frustriert mittlerweile mit der Consorsbank und habe auch absolut kein Verständnis mehr für die. Und das war es jetzt auch schon mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für das Video, wenn es euch gefallen hat oder weitergeholfen hat. Und wie gesagt, der neue Broker, den ich empfehlen würde, wenn ihr eben einen Zweitbroker sucht oder eben einen Hauptbroker, da könnt ihr auch eure Aktien rüber übertragen, wenn ihr jetzt aktuell schon ein Depot habt und damit unzufrieden seid. Kann ich euch, wie gesagt, nur empfehlen. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich begebe mich jetzt auf die Suche nach einem neuen Broker und freue mich auf euer Feedback. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Flo Farrell.